Ja, also ihr seid ja, wie gesagt, eine gewachsene Band, nenne ich es mal. Und es gab ja Zeiten, da gab es in Münster ganz, ganz viele Reggae-Bands. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen alles zurückgegangen. Also es gibt ja jetzt neben euch nur noch die Senior Allstars, die mir jetzt so spontan einfallen. Und sonst gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Ne? Wie siehst du die Entwicklung so oder ihr? Also die Entwicklung an sich ist sehr schade. Es gab, wie gesagt, früher wirklich viel, viel mehr Bands. Wenn man jetzt vielleicht noch Dreadnought Inc. dazu zählen wollte als Münsteraner Band oder so ein bisschen im Dunstkreis so, dann könnte man das auch noch sagen, weil die machen ja auch nicht nur Reggae, die machen ja auch schon so ein bisschen so ein Mix. Mhm. Aber da hast du natürlich recht und aus dem Grunde müssen wir natürlich noch weitere 15 Jahre dabei bleiben. Dann um vielleicht andere zu inspirieren auch. Ne? Ach ja. Das wäre doch auch schön. Wär schön. Ich habe mal letztens, gab es auch mal eine Band, Octopus Prime. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Haben wir so. Schon mal gehört, ja. Die kommen jetzt nicht wirklich aus Münster, sondern Gütersloh, glaube ich, die Gegend. Mhm. Die haben, glaube ich, versucht, Dubstep live zu machen. Okay. Das sind halt die Jungen halt. Ne? Mhm. Klar wäre es natürlich schön, wenn man da welche inspirieren könnte. Nur dann müssten die jüngeren Leute eben auch nicht mehr zu den Soundsystems gehen, nur ausschließlich fast, sondern eben auch zu solchen Bandangeboten, wie wir sie halt bieten. Mhm. Ja, wobei man ja sowas vielleicht auch mal koppeln könnte, ne? Das könnte man koppeln. Man sagen, okay, Leute, wir machen da so eine Veranstaltung, da spielen die Massive Vibes mit dem Alvin Meyer und danach gibt es eine Soundsystem-Veranstaltung. Oh, ja, es gibt ja, gab es nicht irgendwie dieses, wie heißt das nochmal, in der Sputnikhalle ist so ein Soundsystem-Festival, Big Rick oder so? Ja. Bei der ersten Ausgabe hat, glaube ich, auch eine Band gespielt. Stimmt, ja. Die kam leider nicht aus Münster. Ja. Oder sie kam halt nicht aus Münster. Für sie ist das ja nicht schlimm. Ja, ja, genau. Deswegen, man kann sowas ja auch gut koppeln. Kann man. Und schön wäre es natürlich, wenn es mal auf einmal hieß, so, hey, da gibt es die Band XY. Das sind alles ganz junge Leute, die mal wieder eine richtige Reggae-Band so in Münster machen. Fände ich persönlich schön. Ja, ich kenne Zeiten, da gab es, weiß nicht, 7, 8 kennst du auch und du auch. Ja. Aber es gab 7, 8, 9 Reggae-Bands in Münster. Ja, wobei viele davon haben auch mit denselben Leuten zu tun gehabt. Viele wurden dann so ein bisschen ausgetauscht. Ne? Von daher, es hört sich jetzt nach wirklich sehr viel an, aber es war doch ein relativ begrenzter Kreis von Musikern, die diese Bands dann quasi ausgemacht haben. Ja. Aber trotzdem ist das natürlich richtig. Wenn da mal eine Band dann vorbei war oder aufgehört hat, dann hat es halt mehr oder weniger relativ schnell eine neue gegeben. Ab sofort die nächste. Die dann wieder einen netten Namen rausgebracht hat. Children of Rain oder so. Zum Beispiel, Oder wie gesagt, Lions Progress. Und dann gab es ja mal Rastafahren da auch nochmal ganz kurz. Ja, stimmt. Und solche Sachen halt. Ne? Ja. Das wäre natürlich schön, wenn wir dazu beitragen können, umso besser. Ja, wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. Ne? Ja, genau. Hast du noch Fragen? Ja, also wir haben ja schon eben über eure Bandgeschichte gesprochen. Ja. Und in 15 Jahren habt ihr auch bestimmt eine Menge erlebt. Da gibt es ja bestimmt auch lustige Geschichten und Anekdoten zu erzählen. Und da bin nicht nur ich bestimmt neugierig drauf. Von daher kann ich gerne mal so ein paar lustige Geschichten von euch hören. Ja. Aus eurer Bandgeschichte. Was darf man da jetzt wohl erzählen? Ja, also was mir spontan einfällt, ist so ein Konzert in der Sputnikhalle hier in Münster. Und zwar war das in dem Sommer 2003, wo es ja so heiß war. Und auch genau zu der Zeit, als es so heiß war, hatte da die Attack Sommerakademie so ein Abschlussfest. Mhm. Auf dem Gelände vor der Sputnikhalle war irgendwie Stände aufgebaut und innen drin sollten dann Bands spielen. Mhm. Ja, es waren draußen 36 Grad im Schatten. Mhm. Und wer das da weiß oder kennt das Gelände, der weiß, dass das halt ziemlich steinig ist, also war es draußen noch wärmer. Und innen drin, ich weiß gar nicht, da hat keiner irgendwie gemessen, es war wirklich heftig. Und als dann alle Leute reingegangen sind, und wir dann gespielt haben, wir hatten nur eine halbe Stunde, da war es so heiß, das war wirklich, wie auf Jamaika, wie in Tropen war das, oder tierisch heiß. Ich habe hinterher nur noch in Radlerhose auf der Bühne gestanden, und weil ich so geschwitzt habe, alles andere ging nicht. Mhm. Andere konnten das jetzt nicht so vorteilhaft für sich gestalten, glaube ich, weil die dann ja vielleicht auch Instrument spielen mussten, was weiß ich, so einen Bass irgendwie vor sich zu haben, und dann so, der klebt dann auf dem Bauch, ist nicht so toll. Eine Sache, das war ein Gig, und die Leute gingen mit, ne? Du glaubst es gar nicht. Das war total klasse. Eine halbe Stunde, sehr intensiv und sehr heiß. Das jetzt mal so als Anekdote in Bezug auf das, was mir sofort eingefallen ist. Ja.
Mir fällt eine Geschichte ein, dass wir sind ja eigentlich eine reine Männerband. Ne? Wir hatten einmal, interessant. Wir hatten einmal da so eine Notsituation und hatten eine Aushilfsgitarristin, die ich rangeschleppt habe, weil ich mit der eine andere Musik gemacht habe, mehr also aus der Punk-Gegend kam sie, so ein Hardcore-Mädel. Ja. Die auch recht feministisch so eingestellt war und die haben wir dann halt in unsere Männer-Selbsthilfegruppe mit aufgenommen, okay. Vorübergehend sozusagen für ein paar Proben und auch für einen Gig, wo wir dann länger unterwegs waren und da gab es dann sehr lustige Begebenheiten. Ach, du meinst, als wir, nee, das war die Freundin von den Gitarristen. Ganz schön. Ja, Antje. Das war die Freundin von dem. Selbst hat er auch Gitarre gespielt. Ja, kann ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie da nicht mitgespielt. Wir hatten einen Ausflugsgitarristen für so einen Gig und da ist sie dann mitgefahren. Genau. So war's. Weil der wollte nicht alleine. Keine Ahnung, weiß ich. Ja, die beiden waren immer zusammen. Ja. Ich habe mit beiden da Musik gemacht und dann sind die rangekommen und. Ja. Die war dann doch sehr erstaunt, dass wir halt auch ganz normale Männer sind. Die mal Mädchen hinterher pfeifen und so, solche Sachen, wenn man halt so als Männergruppe unterwegs ist und mal so Sprüche macht, die wir sonst auch untereinander machen, aber dann halt da gab es Software. Ja, war eine lustige Rückfahrt, ne? Auf der Rückfahrt war das. Wurde es laut? Ja, wir. Ja, sie wurde es laut? Nein. Also, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber es war eine sehr legendäre Rückfahrt. muss man sozusagen, ja, wenn man da so Hinfahrt 6 Stunden, Rückfahrt 6 Stunden oder, ja. Und dann vor allen Dingen an dem Tag, wo man dann danach ja nicht so viel geschlafen hat, nach so einem, das war ein Live-Gig, irgendwie Open Air mäßig, live sowieso, aber Open Air bei Chemnitz. Mhm. Fährt man halt schon ein Stück weg. Ja. Und danach haben wir uns dann entschlossen, das Stück Big Bamboo zu covern. Ich weiß auch nicht, wie wir darauf kamen, aber so war es. Vielleicht haben wir auch damals darüber gesprochen und dann haben wir möglicherweise auch über die Bedeutung dieses Textes gesprochen. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Es könnte sein. Das kam dann vielleicht nicht so gut an. Ja. Ansonsten Anekdoten. Uns gibt's nichts. Nein. Voll langweilig. Ja, total langweilig. Ja, das ist eigentlich, du fährst irgendwo hin, musst einen Soundcheck machen. Dann gehst du essen, machst das Konzert, legst dich sofort schlafen, fährst weiter, wie das auf Tour so ist. Ne? Ja, ne? Nein, also wir waren zum Beispiel in Marburg. Genau, im Tourbus. Wir waren mal in Marburg bei so einer Semestereröffnungsparty. So ein Hörsaalgebäude mit verschiedenen Ebenen. Mhm. Und da war immer gleich gebaut und eine Ebene hatte immer so einen riesig großes Foyer nennt man das, ja. Da passten bestimmt 1000 Leute rein. Und auf jeder Ebene waren eben auch so viele. Mhm. Auf jeder Ebene verschiedene Bühnen. Und wir waren irgendwie auch oben und haben da auf so einer Bühne gespielt und es war so voll und wir durften sogar eine Stunde spielen und wir haben die auch so gerockt und die sind alle mitgegangen, das war einfach klasse, ne? Also solche Sachen bleiben auch hängen. Ja. Oder aber auch sehr lustig, wir kamen von Neubrandenburg, hatten da einen Gig, damals mit Pantheon Rococo. Nicht mit, sondern die haben danach uns gespielt und wir haben dann irgendwie schlecht geschlafen, mussten am nächsten Tag, das war ein Sonntag, in Potsdam im Archiv spielen. Mhm. Als wir dann da waren im Archiv, sahen wir, ziemlich heruntergekommenes Gebäude und in dem etwas abgelegenen Zweig standen, wo wir hinkamen, standen und saßen, eine ganze Horde von Skinheads. Mhm. Und wir waren schon so vielleicht später nochmal wiederkommen. Aber weil noch keiner von denen im Archiv da war, haben wir uns gedacht, Mensch, wir wissen ja sonst nicht wohin. Bleiben wir also hier und haben uns dann sogar auch noch relativ gut mit denen auseinandersetzen können. Das war jetzt nicht so schwierig, aber wir hatten zuerst mal so ein bisschen Bedenken, so, ne? Kam man dann dahin und die sitzen da rum, was ist das hier? Ne? Vielleicht waren das ja friedlich. Ist aber nichts passiert. Nö, überhaupt nichts passiert. Wir sind dann ja auch nicht länger da geblieben, wir mussten dann relativ rasch abbauen. Da am nächsten Morgen wieder arbeiten musste, dann sind wir irgendwie nachts um 2 oder so von Potsdam nochmal. Wir haben um 12 aufgehört und um 11:45 waren wir zack weg. Wir haben so schnell abgebaut und eingepackt wie noch nie. Mhm. Weil du um 7 Uhr arbeiten musst. Weil ich um 7 Uhr wieder arbeiten musste. Das war schon. Ja. Das war richtig hart. Ja. Ich kenne das mit diesen Klischees ja auch. Was weiß ich, so ein ganz. Das Klischee vom Reggae ist ja jemand, der Reggae hört oder macht, der kifft. Ne? Das ist ja immer so, das erlebe ich auch oft. Nicht, dann erzähle ich mal eine Reggae-Sendung im Radio, dann sieht man schon immer diese Sprechblase darüber, Kiffern, ne? Auch wenn es ja gar nicht so ist.
ne, wird euch ja bestimmt auch mal so begegnen so. Und dann glaube ich schon, dass das dann auch mal schön ist, wenn dann die Leute sehen, das ist ja gar nicht immer so. Ne? Ja. Die sind ja total nüchtern. Yeah. Ja. Wie soll man sonst irgendwie Musik machen? Ist ja erstens, wenn man da steht, auch ein Handwerk und man muss sich ja darauf konzentrieren. Da kann man ja nicht irgendwie entweder besoffen oder total berauscht oder wie auch immer da auf der Bühne stehen, weil dann bringt der eine seinen Part halt nicht. Mhm. Was soll man denn damit? Ja. Ja, dann bricht er ja vielleicht alles zusammen oder so. Ja? Wenn im Fußball der Torwart irgendwie besoffen spielt und dann nicht hält, der steht beim nächsten Spiel nicht mehr da. So ist das, ja. Schlimm genug, aber dass es diese Klischees auch immer noch gibt. Ja, das gibt es auch in allen Lebensbereichen. Gibt es in anderen Lebensbereichen auch. Das ist ein Schaden bei uns, oder was für mich auch immer wieder wichtig ist, ist ja letztendlich, dass wir als Band wirklich als Band rüberkommen, dass unsere Spielfreude rüberkommt, die einfach da ist. Und das ist was, was für mich auch das Bandgeschehen ausmacht, wenn wir auf der Bühne stehen, dass wir miteinander kommunizieren. Und alle wach dabei sind bei dem, was wir tun, und dann ist das eine herrliche Art, miteinander zu arbeiten da. Und das ist auch so das, was wir aus dem Publikum dann immer wieder hinterher gespiegelt bekommen, dass sie sagen, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht. Und da sind Leute dabei, die vielleicht mit dem Reggae gar nichts zu tun haben. Ja. Genauso wie die Leute, die ganz eingefleischte Reggae-Fans sind in einer bestimmten Richtung, die dann aber auch mal wieder offen sind für die Art und Weise, wie wir Stücke interpretieren. Ne? Das macht einfach Spaß. Ne? Das ist eine große Sache, oder mit großer Freude sind wir einfach dabei. Das ist schön. Wie oft trefft ihr euch so eigentlich? Normal einmal in der Woche. Okay. Klappt nicht immer in letzter Zeit und wir sind auch nicht immer vollständig. Aber einmal in der Woche ist eigentlich schon ganz gut. Und wenn man denn dann wirklich neue Stücke machen will, dann braucht man das auch. Damit man, damit jeder dann vielleicht noch seinen Senf dazugeben kann, noch eine Idee dann einfließen lassen kann, die Stücke auch überhaupt erstmal dann vom Ablauf her reinkriegt, das braucht man dann auch schon. Ja, schön. Also es war ein nettes, entspanntes Interview mit euch. Hat mich sehr gefreut, euch hier zu treffen. Ja. Und wer weiß, vielleicht können wir das ja in 5 Jahren zum 20. Jubiläum dann wiederholen. Ja. Ach, wir machen jetzt jedes Jahr ein Jubiläum, oder jetzt das ist 16. Jubiläum oder Geburtstagsparty, dann machen wir wieder ein Interview. Ja, oder so. Ach, genau. Ja. Nee, war toll. Hat auch schön Spaß gemacht, so hier am Tisch zu sitzen und darüber zu parlieren. Ja, finde ich auch. Schön, dass du das mit uns gemacht hast. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Wie gesagt, dann im nächsten oder in 5 Jahren gerne wieder. Alles klar. Ja, wie gesagt, vielen Dank an euch. Danke. Und viel Erfolg in der Zukunft. Dankeschön. Zurück. Danke. Liebe Leute, guckt alle auf YouTube. Aldrin Meyer und Poet Street Records. Genau. Ihr könnt natürlich auch ab und zu mal Kulandelli hören. Im Radio. Ja, im Radio. Ne? Nicht zu vergessen. Und da läuft auch ab und zu dann was von den netten Herren hier an meiner Seite. Welch Versprechen. Und ja, nicht vergessen, 25.01. 25.01. Genau. Jazz Club. Ja, genau. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mach den Fernseher jetzt aus. Ihr seid ja immer noch da.